Danke. So, ich halte es so in die Kamera. Ich glaube, man kann sehen. Ich glaube, die Botschaft ist klar. Das darf anscheinend nicht zu halten. Bitte? Ja, Herr Kollege Hammer, ich weiß, Sie sind bekannt für Ihre unqualifizierten Zwischenrufe, aber das Thema ist ein bisschen zu ernst dafür. Ja? Das Thema ist ein bisschen zu ernst dafür. 95.000 Kinder. Und Jugendliche haben aktuell einen Bedarf für Psychotherapie oder für psychologische Hilfe. Aber nur für 38.000 Kinder und Jugendliche besteht eine Versorgungsmöglichkeit bei einer Psychotherapeutin oder beim Psychotherapeuten oder einer klinischen Psychologin. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, das sind keine Schätzungen von uns, sondern es sind nackte Zahlen, die wir von Ihnen, Herr Bundesminister Rauch, zurückbekommen haben in einer schriftlichen Anfragebeantwortung vorletzte Woche. Herr Minister, Sie haben damit eingestehen müssen, dass fast 60.000 Kinder und Jugendliche mit Essstörungen, mit Angsterkrankungen, mit Depressionen im Regen stehen gelassen werden müssen. Das ist unfassbar. Das muss uns alle betroffen machen. Das ist ungeheuerlich und das ist unverschämt gegenüber den jungen Menschen, dass wir ihnen nicht mehr bieten können. Nachdem er sich 3 Jahre lang Pandemie nur an den jungen Menschen abgeputzt hat, ist man sich jetzt zu schade, ihnen die Hilfe zukommen zu lassen, die ihnen zusteht. Die Expertinnen und Experten sind sich nämlich einig, verantwortlich für den Zustand auf den Kinder- und Jugendpsychiatrien, und auch das ist nur die Spitze des Eisbergs, ist vor allem die Corona-Politik, die in Österreich geherrscht hat. Zusperren und wegsperren, das war ihr Motto, koste es, was es wolle, aber nur für die eigenen Freunde und Funktionäre, nicht aber für die jungen Menschen. Und es leuchtet mir einfach nicht ein, warum Sie den Ernst der Lage, in der wir uns befinden, nicht erkennen. Ich kann diese Zahlen schon nicht mehr hören. Das ist kein Blödsinn, den ich verzapp. Ich verstehe nicht, warum Sie sowas zwischenrufen müssen. Ich verstehe nicht, warum diese Zahlen, diese drastischen Zahlen, dass 62% der Mädchen depressive Symptomatiken haben, dass die Anzahl der Suizidversuche sich verdreifacht hat, warum das etwas zum Lachen ist, warum man das ins Lächerliche ziehen muss, das verstehe ich nicht. Ich habe das Gefühl, das geht, Herr Kollege, zum Beispiel bei Ihnen da rein und da raus. Sie hören die Zahlen, Sie verstehen es vielleicht, aber Sie machen dann nichts. Und Sie behaupten dann das Gegenteil. Ich versuche es mal anders. Ich frage mal anders. Wer von Ihnen hat denn Kinder, die psychisch durch die Pandemie belastet wurden? Wer von Ihnen hat denn Freunde oder Freundinnen, die selbst in Psychotherapie sind oder sie zumindest benötigen? Und wer von Ihnen kennt jemanden, der psychologische Hilfe benötigt, sie sich aber nicht leisten kann? Ich glaube, das sind die allermeisten von uns, die eine dieser Fragen mit Ja beantworten. Und hinter jeder dieser Zahlen, hinter jeder dieser Personen steht eine Geschichte. Ich habe hier schon mehrmals Geschichten, Nachrichten von jungen Menschen, insbesondere von Kindern, vorgelesen, die uns geschrieben haben. Die uns geschrieben haben, wie es ihnen geht, was die Pandemie mit ihnen gemacht hat. Und nachdem wir letzte Woche, ich nehme an, Sie haben das mitbekommen, wieder einen Fokus gelegt haben, insbesondere auf das Thema Psychotherapie, auf Krankenschein, haben sich wieder einige bei uns gemeldet. Und ich möchte einfach, weil ich heute auch die Zeit dafür habe, 2 Nachrichten mit Ihnen teilen. Weil das ja vielleicht ein Versuch ist, dass Kollegen wie Sie es dann verstehen. Dass Ihnen das vielleicht, ich weiß nicht, dass Sie das ein bisschen mehr beeindruckt als nur die abstrakten Zahlen. Wenn zum Beispiel Lea schreibt, 18 Jahre alt, Schülerin, ich leide nun seit über einem Jahr an Depressionen, Selbstverletzung und Selbstmordgedanken. Seit September bin ich auch wieder in Therapie. Da ich noch Schülerin bin, zahlen meine Eltern noch die Kosten. Es fallen 400 Euro pro Monat nur für 1 Stunde pro Woche an. Zwar sind beide meine Eltern berufstätig, doch sie zahlen nicht nur für mich, sondern natürlich auch für unseren Lebensunterhalt. Ohne Therapie hätte ich schon längst aufgegeben, aber zum Glück zahlen meine Eltern die Therapie. Oder eine nicht ganz so junge Person, Astrid, 59 Jahre alt, sie schreibt, ich bin Mutter von 2 Kindern, einer Tochter, die jetzt 32 Jahre alt ist, und einem Sohn, der 29 ist. Im Alter von 15 Jahren erkrankte meine Tochter an Anorexie. Es folgten über Jahre hinweg wöchentliche Therapiestunden. Von der Krankenkasse erhielten wir damals einen lächerlichen Betrag rückerstattet.
und es folgten diverse Krankenhausaufenthalte. Als meine Tochter ein lebensbedrohliches Gewicht von 28 Kilogramm erreichte, wurde sie mit der Begründung, sie sei zu dünn, in keiner Anorexiestation in ganz Österreich aufgenommen. Zum Glück sind wir in der Lage, die Kosten der Therapien irgendwie zu stemmen und es kommt bei uns neben den täglichen Sorgen um unsere Kinder nicht auch noch ein finanzielles Desaster hinzu. Ich frage mich, schreibt sie abschließend, was ist mit den Eltern, die nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, ihren Kindern die bestmögliche therapeutische Unterstützung zukommen zu lassen. Psychische Erkrankungen sind zu einer Volkskrankheit geworden. Sie werden aber immer noch nicht wie eine solche betrachtet und werden nicht wie eine solche behandelt. Es muss doch endlich gelten und das muss doch endlich Konsens werden. Ein gebrochener Haxen muss von der Sozialversicherung genauso behandelt werden wie eine gebrochene Seele. Und deswegen fordern wir und wir werden es fordern, bis es kommt, Psychotherapie auf Krankenschwein und zwar nicht irgendwann, sondern jetzt sofort. Und jetzt kommt der Knaller in dieser ganzen Geschichte. Wenn wir hier die Psychotherapie als Leistung der Kasse fordern, dann ist es nicht irgendwie eine Zusatzleistung, die wir einfordern. Das ist kein Bittstellertum. Das ist etwas, was den Menschen in Österreich seit 1992 zusteht. Denn viele wissen nicht, dass es im Jahr 1992 eine gesetzliche Änderung gab. Da wurde nämlich das ASVG geändert und Psychotherapie in den Leistungskatalog der Sozialversicherung aufgenommen. Das bedeutet, dass seit 1992 die Menschen in Österreich höhere Sozialversicherungsbeiträge zahlen und zusätzlich privat für die Psychotherapie aufkommen müssen. Die Menschen in Österreich blechen also doppelt und bekommen nicht das für ihr Geld, was ihnen eigentlich zusteht. Und das akzeptieren wir nicht. Das akzeptieren wir nicht und deswegen fordern wir von Ihnen, dass das endlich umgesetzt wird. Und wenn Sie, ich greife natürlich vorweg, Herr Minister, ich bin gespannt auf Ihre Wortmeldung dann, aber wenn Sie oder was andere auch immer wieder tun, mit dem Argument kommen, dass ja nicht falsch ist, dass dafür die Sozialversicherung zuständig ist, dann sage ich Ihnen etwas, seit 30 Jahren hören die Menschen, bei diesem wie bei anderen Themen, wir sind nicht zuständig, die sind zuständig, die Länder sind zuständig, der Bund ist zuständig, die Sozialversicherung ist zuständig und die Menschen erwarten sich von einer Politik, dass sie den Rahmen dafür schafft, dass sie sich dafür einsetzt, dass etwas, was ihnen zusteht, auch wirklich kommt und deswegen bitte ich Sie eindringlich und Sie als gesamte Bundesregierung, sich nicht auf Zuständigkeiten rauszureden. Ich erwarte mir von einem Gesundheitsminister, auch wenn die Zuständigkeiten vielleicht in der Sache woanders liegen, dass Sie es zu Ihrer Priorität erklären. Dass Sie Ihr gesamtes politisches Gewicht, und Sie sind ja schon sehr lange in der Politik, dass Sie Ihr gesamtes politisches Gewicht in den Ring werfen und sagen, Sie machen sich dafür stark, dass Psychotherapie als Kassenleistung kommt und dann bin ich mir sicher, dann wird das auch gelingen. Und weil ohne Druck ja scheinbar in den letzten Jahren gar nichts funktioniert, haben meine Kolleginnen Beate Meinl-Reisinger und Fiona Fiedler, Martina Künzberg-Sarre, eine Petition gestartet letzte Woche. Diese Petition, die hat innerhalb von 3 Tagen mehr als 3000 Unterstützungen bekommen. Ich habe Ihnen das hier mitgenommen, auch vor allem für Abgeordnete, die das noch immer nicht beeindruckt, um das vielleicht ein bisschen zu veranschaulichen, wie viele Menschen das sind, die innerhalb von 3 Tagen diese Petition unterstützt haben. Das sind nicht wir 3 oder wir 15 NEOS-Abgeordnete oder ein paar, die jetzt da eine absurde Forderung erheben. Das sind ganz viele Menschen, die diese Forderung verbindet. Und deswegen bitte ich Sie, Herr Bundesminister, ich würde gar nicht sagen, dass ich Sie nur bitte, ich fordere Sie eindringlich auf, dass Sie endlich das ermöglichen, was den Menschen zusteht, dass Sie diese Menschen, die hier, die über 3000 und täglich in jeder Stunde werden es mehr, die diese Petition, die diese Forderung unterstützen, dass Sie die ernst nehmen und dass Sie endlich dafür sorgen, die Versorgungslücke, insbesondere bei jungen Menschen, aber bei allen Menschen in Österreich, die psychische Belastungen und Probleme haben, dass Sie diese Versorgungslücke schließen und insbesondere eines Ihrer Wahlversprechen umsetzen. Vielen Dank. NEOS-Jugendsprecher Jannik Schetti fordert Psychotherapie auf Krankenschein. Psychische Erkrankungen seien zur Volkskrankheit geworden, würden aber nicht als solche behandelt.